Die Einheitsfeiern machen es möglich. Wir unterbrechen das Kulturprogramm für einige Minuten. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mit mir in Ehrfurcht unsere Bundeskanzlerin und ihren Juniorpartner Angie und Sigi. Also, es geht doch. Die SPD hat Sondierungsgespräche mit mir beschlossen. Da muss ich doch gleich einen Termin ausmachen. Die richtige Halskette? Moment. Da rufe ich doch mal an. Tut! Tut! Bin gespannt, wer sich von denen nach Steinbrücks Abgang und Steinmeiers Plagiatsfiasko jetzt noch melden kann. Wer um die Zeit noch anruft. Hier Gabriel. Hier spricht die Kanzlerin. Es hat sich sicher schon bis zu Ihnen rumgesprochen. Ich habe einen großen Wahlsieg errungen. Oh. Gewiss, es hat sich auch schon herumgesprochen. Die FDP ist draußen, sie haben keine Mehrheit mehr. Ja, sehen Sie. Genau deshalb rufe ich an. Nach meinem großartigen Wahlerfolg liegt es nun an mir, Ihnen Koalitionsgespräche anzubieten. Und was setzen Sie da so im Angebot? Aber Herr Gabriel, Sie kennen mich doch. Ich werde doch nicht so dumm sein wie Schäuble und gleich jetzt alle meine Wahlversprechen brechen. Diese bitteren Pillen für unsere gutgläubigen CDU-Wähler haben doch noch Zeit. Aber eines muss Ihnen schon klar sein. Ohne Steuererhöhung für Superreiche und den flächendeckenden Mindestlohn, ohne die Rücknahme der Strompreisgeschenke an reiche Unternehmen und ohne das Ende der Zweiklassenmedizin und ohne die Abschaffung des Betreuungsgelds geht bei uns gar nichts. Naja, die Abschaffung des Betreuungsgelds geht bei Seehofer nicht durch. Da habe ich gerade in der Bild-Zeitung wieder was gelesen. Und überhaupt sind Ihre Forderungen ganz schön frech. Aber jetzt muss ich mal auf Lautsprechanlage stellen. Das ist mir zu anstrengend mit Ihnen. Frau Merkel, das ist gut beobachtet, dass meine Forderungen frech sind. Ich kann mir das leisten. Sie sind die Bettlerin. Genau. Das ist gut beobachtet. Ich kann mir das leisten. Wie bitte? Ich bin immerhin die beliebteste Kanzlerin, die Deutschland je hatte. Ich bin die Mutter der Nation. Dafür können Sie sich jetzt nicht viel kaufen. Jedenfalls keine Koalition mit mir. Aber fast alle Deutschen wollen doch eine große Koalition. Das grenzt an Tragik, große Koalition auf den Stimmzetteln nicht anzukreuzen. Die Wähler haben für Sie für eine linke Mehrheit entschieden. Pappalapapp. Ich als die Kanzlerin kann Ihnen immerhin einen hübschen Ministerposten verschaffen. Das ist nicht nötig. Ich werde selbst Kanzler spielen. Sie wollen doch nicht etwa wie Ypsilanti und Wortbruch mit Linken koalieren. Wortbruch, Frau Merkel, das mag was für Sie sein, aber nicht für mich. Ich werde keine Regierungskoalition mit den Linken eingehen. Das haben wir vor der Wahl versprochen und dazu stehen wir nach wie vor. Steinbrück hat auch versprochen, keine Koalition mit Ihnen einzugehen. Warum sollte ich davon abrücken? Ich werde ohne Sie die Richtlinie der Politik bestimmen. Also wenn Sie keine Koalition mit mir wollen, dann rufe ich eben jetzt die Grünen an. Sie wissen doch selbst ganz genau, dass das zwecklos ist. Die Grünen werden genauso wenig wie die SPD an ihrer Seite politischen Selbstmord begehen, wenn sie mit uns zusammen die Richtlinie der Politik bestimmen können. Wie wollen Sie mit den Grünen die Richtlinien der Politik bestimmen, wenn ich Kanzlerin bin? Nach meinem, wie schon mehrfach festgestellt, grandiosen Wahlerfolg kommt niemand an mir und der CDU vorbei. Das habe ich in allen Zeitungen gelesen, vor allem auch in den Stuttgarter Nachrichten. Dann haben Sie die Frankfurter Rundschau vergessen. Da stand, wie an Ihnen vorbeizukommen ist.
Wir lassen Sie in den Sortierungsgesprächen immer mehr Wahlversprechen brechen. Mit mir wird es auf keinen Fall Steuererhöhungen geben. Das hat auch der Seehofer gesagt. Dann lassen wir die Verhandlungen platzen und spielen rot-grünes Zünglein an der Waage. Mit Ihnen beschließen wir die Auslandseinsätze und mit den Linken den flächendeckenden Mindestlohn und das Ende des Betreuungsgelds. Wie die Ypsilanti-Opposition einst in Hessen das Ende der Stunde gewähren. Das wäre aber ein ganz gemeiner Trick. Es kommt noch gemeiner. Wir machen ein Energiekostensenkungsgesetz, damit die steinreichen Firmen wie Saarstahl erstmal die Hartz-IV-Empfänger ihre Bedürftigkeit nachweisen müssen, bevor sie Stromsteuergeschenke beantragen. Ja. Damit die Wähler monatlich ihren Geldbeutel spüren, dass es unter einer linken Mehrheit nicht nur ein paar reichen Hoteliers, sondern allen besser geht. Und dann folgt die Steuererhöhung für Superreiche, damit selbst Kretschmann erkennt, dass da nur 10% belastet und 90% entlastet werden. Da kann es doch uns Rot-Grünen völlig egal sein, ob der Bundespräsident sie verpflichtet oder wir sie wählen als Minderheitenkanzlerin unter unserer Führung, weil wir die Richtlinien der Politik bestimmen. Ja, mein Führer, aber dazu brauchen Sie doch die Schmuddellinken. Das dürfen Sie doch gar nicht. Sehen Sie, Frau Merkel, gemeinsame Gegner schweißen zusammen. Und Sie als gemeinsame Gegnerin schweißen uns als Rot-Grüne mit den Linken zusammen. So heilen Sie selbst die bisher unheilbare Rot-Grüne-Linken-Allergie. Da können Sie doch stolz drauf sein. Empörend, was Sie da sagen, ist absolut unverschämt. Nein, Frau Merkel, das ist nicht unverschämt. Das ist Politik. Unverschämt war Ihre Verleumdung, als Sie in dem Interview behauptet haben, wir wären in der Europapolitik unzuverlässig gewesen. Steinbrück hat Ihnen ja gesagt, dass er sowas nicht so schnell vergisst. Das gilt auch für mich. Gerade denke ich wieder dran. Und da fällt mir ein, was ich machen werde. Ja, was denn schon? Ihr Lieblingsprojekt ist doch Stuttgart 21. Ja, natürlich. Ja. Ich habe ja immer mich gut von Herrn Schuster, meinem alten Freund, beraten lassen. Und ich habe immer den schönen Button mit dem Herzchen angesteckt. Ja, und ich schaue mir auch regelmäßig vor dem Einschlafen die Bilder von Stuttgart an. Eine schöne Stadt, und ich freue mich schon wieder auf die Liederhalle am 3. Oktober, wo ich das letzte Mal so schön ausgepfiffen habe. Das wird nicht alles sein, Frau Merkel. Die Gegner von Stuttgart 21 haben doch tatsächlich herausgefunden, dass das Aktienrecht die Verschwendung von Aktionärsgeldern verbietet. Wir werden ein Gesetz durchbringen, dass das Aktienrecht auch gilt, wenn der Staat Aktionär ist. Nein, das ist aber hundsgemein. Da ist ja mein schönes Projekt futsch. Da hilft kein Jammer mehr. Das hätten Sie sich besser überlegen müssen, als Sie uns verleumdet haben. Tschüss, Sie grandiose Gewinnerin. Gut, gut, gut. Jetzt hat er aufgelegt. Ich verstehe das nicht. Ich liebe euch doch alle. Täuschen echt die beiden, aber ich glaube, einige von euch haben es doch gemerkt, das waren gar nicht die Originale. Das war Pfarrer Gehring und Roland Kimmich. Und für alle, die enttäuscht waren, dass der Auftritt der Capella Rebella vorhin so kurz war, und ich denke, das waren alle, die enttäuscht waren, die werden jetzt entschädigt. Jetzt haben sie ihren großen Auftritt. Bitte, Capella Rebella!